Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Alpha 15.1 haben wir und ich bin wieder infiziert. Und ich bin der Memo. Gott sei Dank habe ich hier vorhin das hier gefunden. Ein paar Schmerztabletten sollte ich mal nehmen. Benutzen, nicht nehmen. Das behalte ich mal hier unten. Krug kann wieder rein und dann sollte ich noch ein bisschen was trinken. Wenn ich trinken darf, habe ich. Weil diese Schmerztabletten, die machen sehr, sehr, sehr durstig. Und noch eine. Sehr schön. Mehr haben wir sowieso nicht zum Trinken. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Wir brauchen noch, immer noch den Mining Helm. Habe ich immer noch nicht bekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es immer noch nicht bekommen. Bin jetzt schon reingeschaut. Okay. Schnell raus hier. Oh. Haben sie schon geöffnet für mich? Was ist das? Da waren wir ja schon drin. Genau. Schauen wir mal, in welche Richtung wir laufen. Was es hier alles noch gibt. Hier wollte ich eigentlich mal rein. Das würde mich interessieren, was das da ist. Ah, okay. Das ist das Benzinstation da. Okay. Was haben wir noch in der Stadt, wo wir noch nicht drin waren? Das hier sind die Wohnhäuser. Kann das hier sein? Okay. Würde ich sagen, und da sind wir gekommen, aber hier haben wir uns noch nicht alles angeschaut. Schauen wir uns mal das da drüben an. Nee. Genau. Das wäre da dahinter. Das hier mitnehmen. Wir sind immer gut. Bücherregal mitnehmen. Nichts. Wasser auch gut. Oh, First Aid geht sehr gut. Das lasse ich am besten mal zu. Okay. Dann gehen wir mal hier in die Villa rein. Schauen wir uns mal die Villa an. Oder Ex-Villa. Eher Ex-Ex-Villa. Okay. Jetzt wohl da hinten durch. Mhm. Ziemlich großes WC. Da ist halt eine Villa, ne? Da dürfen die WCs auch ruhig ein bisschen größer sein. Das war's schon? Nein. Nein, oder? Ah, okay. Hier ist wohl überschwemmt. Ja. Da schauen wir nachher nochmal rein. Wenn wir unseren Mining Helm haben. Weil da unten ist auf jeden Fall ein Tresor im Keller. Jedoch ist alles überflutet. Den schauen wir uns später an. Ich möchte wissen. Hase. Kommt nur, weil wir es können. Na. Gibt's das? Wirklich jetzt, Hase. So, das hast du jetzt davon. Gut, ich lasse dich mal hier. Dich holen wir später, wenn wir dich nochmal finden. Noch ein Polizei. Gibt's das? Okay. Eine Bank. War ich da schon drin? Nein. Sieht nicht so aus. Sehr schön.
Ja. Okay. Sollte ich hier wirklich... Ich versuch's mal, ob ich hier in Ruhe gelassen werde. Gut, jetzt habe ich halt das Problem, dadurch, dass ich mehr auf Quality Joe geskillt habe, also auf Plündern und nicht auf Mining, habe ich jetzt das Problem, dass die Saves natürlich hier ich heftig klopfen muss, bis ich einen aufkriege, weil ich einfach zu wenig Schaden mache noch. Gut, dann würde ich sagen, ich öffne nur noch diesen Safe hier und ich komme hier hinten nochmal rein, wenn ich besser bin, wenn ich mehr Schaden mache. Und schneller die Saves öffnen, weil im Augenblick macht es wirklich keinen Sinn. Jagdmesser, den hatte ich eh noch nicht. Den nehmen wir. Hier drin stehen, sind nämlich eine Menge Saves drin. Ich mach mal hier auf, dass wir mal reinschauen können. Wir können ja schon mal aufmachen. Das Dumme ist jetzt, die Saves, bis ich die aufkriege. Und draußen läuft schon wieder so ein Schneezombie. Wenn ich mich hochgeskillt habe, dass ich mehr Schaden mache, dann werde ich auf jeden Fall nochmal herkommen und hinten die ganzen Saves öffnen, weil da ist meistens richtig fetter Loot drin. Ja, ich höre euch draußen, ich höre euch. Ich bin gleich bei euch. Oh, der ist ziemlich nah. Der ist draußen. Okay, schauen wir kurz rein. Was? Im Ernst jetzt? Keine Saves? Doch. Wenn der hierher kommt jetzt. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Und weg hier. Okay. Definitiv holen wir die Safe später. Auf jeden Fall. Auch nach einem... Die looten wir alle später, würde ich sagen. Die looten wir alle später. Oh Gott sei Dank, Schneebiom zu Ende hier. Und mal nach den Autos. Mining Helm tut eigentlich meistens in diese Autos hier, aber irgendwie habe ich wirklich Pech und ich finde einfach keinen. Und den habe ich eigentlich am liebsten. Ups. Na, der war jetzt aber richtig daneben. Ja. Komm du auch eine? Ah, ne. Ne, oder? Das kann es nicht sein. Beweg dich doch mal nicht so viel. Fein. So ist fein. Irgendwo kommt noch einer. Da. Michael Jackson. Michael Jackson kommt. Oder so. Er zieht sich beim Laufen den Kopf sowas von hin und her. Dass du echt kaum Chance hast, denn... sofort zu bekommen, ne? Okay, was haben wir hier alles Schönes? Da ist noch mehr Häuser. Noch mehr Häuser. Was ist das da hinten? Auch ein Haus. Hier ist nochmal ein Villa. Da hinten ist auch nichts. Okay, so wie es aussieht, ist das hier die Wohnsiedlung. Hier haben wir nur die Häuser. Und... ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier in die Stadt einzuziehen. Das klug wäre. Nee, am besten wäre natürlich, wir nehmen uns einfach den Bunker raus. So eine Art Zwischenstation. Wenn wir hierher looten kommen wollen. Dass wir, okay, hier waren wir schon. Ja, da war ich schon. Gut, was haben wir da hinten? Open, da ist ein Schild dran. Sieht ganz nach einem Geschäft aus. Gut. Hier
Hätten wir eigentlich auch mal rein. Jetzt will ich mal da rein. Am besten baue ich mich hier mal hoch. Sind hier Zombies drin? Hoffe nicht. So, jetzt haben wir wieder genügend Getränk. Wo bist du denn? Oh, ganz. Da gibt's Waffen. Hier gibt's Essen. Wo ist der denn? Hört sich sehr nah an. Okay. Liebe Leute. Hier. Hinten ist ein Tresorraum. So. Komisch ist, dieser Tresorraum, beziehungsweise dieser Vault-Tor ist freigeschaltet. So, wenn so ein Tor freigeschaltet ist, muss man eigentlich schon bedenklich sein, warum. Da ist auch ein Safe drin, aber schaut mal hier auf den Boden. Das sind Minen. Wenn ihr sowas findet, müsst ihr unbedingt ganz, ganz vorsichtig sein. Und am besten von außen raufhauen. Oder, was auch möglich wäre, einfach mal nach hinten springen. Und das hier am besten diesen hier. Aber trotzdem aufpassen, weil in diesem Raum sind auf jeden Fall mehrere drin. Wenn ihr nach hinten schaut, da drin, seht ihr es? Da hinten sind noch mehr Minen drin. Also am besten nicht reinlaufen. Einfach von hier aufklopfen. Ich hoffe nur, dass jetzt in der Zwischenzeit hinten niemand kommt. Also irgendwas stimmt mit meinem XP auch nicht. Irgendwie ist das Spiel immer noch heftig verbuggt. Mein Level ist von, soweit ich mich erinnern kann, war ich irgendwo bei 40 oder bei 30 und bin auf einmal sehr schnell sehr hoch gestiegen. Schlecht ist natürlich nicht ein Vorteil für mich, aber sollte halt nicht so sein, ne? Wo sind sie? Wo sind sie? Irgendwo sind sie. Hier. Sie sind sehr, sehr, sehr zornig, so wie es aussieht. Es gefällt dir nicht, dass ich hier reingekommen bin. Gut, bin schon weg. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch mal rein. Da gibt es noch einiges zu holen. Ich bin eigentlich jetzt erstmal dabei, die Stadt irgendwie zu erkunden, damit ich ungefähr mir ein Bild machen kann, wo was ist. Das sieht nach einem Bar oder sowas aus. Ich möchte jetzt auch mal kurz reinschauen. Auch mal jetzt nicht. Ich möchte mal wissen, was das hier ist. Ich tippe mal auf ein Bar oder sowas. Nein, ist was anderes. Okay, es ist wohl irgendwie ein Laden. Das hier darstellen soll. Ja.
Anscheinend ein Laden. Okay. Kapier, was haben wir da hinten? Aha. Jetzt auf jeden Fall auch noch rein. Und es geht nach oben. Da möchte ich jetzt aber unbedingt mal reinschauen. Da bin ich jetzt echt gespannt, was das da sein soll. Oh, ein Safe. Okay. Den nehmen wir später mit. Ich schaue mal kurz nach oben. Irgendwas. Nein, kommt von draußen. Okay. Hier geht's auf jeden Fall erstmal hoch. Sollte ich da zuerst rein? Na komm, schauen wir mal kurz. Eine Tasche. Oh je, den hier kann ich zerlegen, der Schrott. Den hier kann ich auch zerlegen. Also ich krieg irgendwie sehr, sehr viel, schnell sehr viele Punkte. Ich weiß nicht warum. Ich denke, durch den Bug von dem letzten Mal, was da war. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt schon auf Level 104. Also, das ist nicht normal. Das dürfte nicht sein so schnell. Vor allem, ich bin erst am Tag 10. Also, das ist der Level zu schnell. Dabei hat es geheißen, dass die XP jetzt richtig runtergeschraubt worden sind, dass man nicht so schnell hochleveln kann. Anscheinend gibt es den Bug immer noch, dass man zu schnell hochlevelt. Für mich gut, aber auch nicht unbedingt. Also, es hätte echt nicht sein müssen. Gut, die kriege ich überall. Es hätte nicht sein müssen. Ich schmeiße mal weg. Die möchte ich unbedingt haben, die 9 mm. Das ist nämlich für die Pistole. Ja, den mal wegscrappen. Gut. War ja wohl auch nichts Besonderes. Also ein stinknormale. Unten habe ich noch einen Safe, darf ich nicht vergessen, den hier. Den holen wir aber später. Jetzt noch erstmal schauen, was wir hier noch alles haben. Also ich glaube, der ist um 20 Level oder 15 Level direkt hochgesprungen. Von einem niedrigen direkt zu einem ganz hohen. Nicht schön. Okay. Gut, die Alpha 16 ist sowieso bald da. Dann werden wir sowieso neu anfangen. Hoffentlich haben die bis dahin diese Probleme alle gelöst. Das ist natürlich ein Vorteil für mich, den ich auch wahrscheinlich nutzen werde. Komm. Na komm. Komm. Diesem Biom da vorne sind wirklich sehr viele von diesen hier. Und ihr wisst ja, ich liebe diese Holzfäller Schneezombies. Schön. Ich denke mal, dass jetzt dieses hier, dass ich diese richtig starken Teile bekomme, weil hier mit dem Level was nicht stimmt. Der einfach mich viel zu hoch gelevelt hat. Das liegt wohl nicht nur an den Quality Joe. Um ehrlich zu sein, ist vielleicht besser, wenn ich das komplette Spiel nochmal neu starte und quasi von Null anfange. Ist vielleicht wirklich klüger, weil das ist
irgendwie dumm gelaufen. Wahrscheinlich werde ich das auch machen. Okay, das ist unsere Polizei wieder und das. Okay, also wir haben zwei Polizei hier. Den einen, den looten wir noch. Den nehme ich hier noch mit. Ihr wisst ja, ich liebe diese Zombies. Deswegen würde ich den auf jeden Fall noch mitnehmen. Na? Also noch nicht schon tot sein. Komm mit. Jawohl. Und noch eins. Das ist gut. Das hat wehgetan, ne? Da ist noch einer. Ne, den lasse ich jetzt mal. Okay, meine Lieben. Wir sind hier wieder am Ende einer Folge gelangt. Was ist hier passiert? Aha. Da haben sie wohl ziemlich gegen den Leiter geknallt, bis es kaputt gegangen ist. Und hier ist die andere Bank, ja. Da sind natürlich auch jede Menge Tresore noch drin. Gut, ich verabschiede mich hier. Laufe, schaut mal den Level unten an, das ist der Hammer, wie schnell der einsteigt, ne? Hier unten an meinem Gürtel, ich bin Level 104 und mit zwei getöteten Zombies bin ich schon an Viertel. Also, es ist wirklich nicht normal. Werde wahrscheinlich das Spiel neu starten, neuen Staffel anfangen, weil das gefällt mir nicht so. Es ist natürlich toll, dass ich wirklich schöne Sachen bekomme und so, aber nee, also es ist irgendein Bug. Mit jedem getöteten Zombie quasi komme ich glaube ein Fünftel oder ein Sechstel oder sowas von meinem Level steigert sich schon. Wenn es so weitergeht, bin ich innerhalb von nächsten zwei, drei Folgen bei Level 200. Also quasi am Limit, am Maximum. Das bringt dann auch nichts. Also ich denke mal, dass ich auf jeden Fall das Spiel neu starten werde. Und von vorne nochmal alles bauen werde. Ja, sehe ich auch nichts. Ja. Okay, meine Lieben, dann verabschiede ich mich hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, einen Daumen hoch, nette Kommentar oder ein Abo wäre sehr, sehr nett. Ich wünsche euch viel Spaß beim selber zocken und tschüss.